So, willkommen, liebe Journalistinnen und Journalisten, willkommen, liebe Expertinnen und liebe Experten. Mein Name ist Henrik Bold. Ich arbeite als Gastwissenschaftler in der Redaktion des Science Media Centers und freue mich, Sie alle heute hier begrüßen zu dürfen. Das Thema heute ist das Klimageld und seine Alternativen. Ist es eine gute Möglichkeit, um fair zu kompensieren für CO2-Bepreisung und schafft es Akzeptanz für diese Maßnahme? Seit einigen Jahren gibt es ja nationale CO2-Bepreisung für Verkehr und Wärme. In der EU kommt mit dem zweiten Emissionshandel in wenigen Jahren ab 2027 ein CO2-Bepreisungssystem, das eben das deutsche wahrscheinlich ablösen wird und wo auch deutlich höhere Preise nochmal erwartet werden. Anders als bei anderer Klimapolitik, etwa Verboten oder Subventionen, bekommt der Staat hier ja Geld. Und es ist für alle ersichtlich, dass Kosten anfallen und wie viel wir letzten Endes sozusagen an der Tankstelle draufzahlen müssen. Daher gibt es die Idee, mit dem eingenommenen Geld könnten wir ja die Menschen auch kompensieren für die Kosten. CO2 auszustoßen bliebe also teuer, der Anreiz, sich anders zu verhalten, erhalten. Aber wir können die Menschen entlasten. Zudem könnten wir dadurch eventuell auch Akzeptanz gewinnen für diese Maßnahme. Da gibt es momentan auch viele politische Diskussionen in der in der Ampelkoalition, ja nicht nur eine Partei, wie oft auffällt, darum, wie man das am besten machen kann und ab wann. Meist wird das Klimageld hier einfach als Pro-Kopf-Rückzahlung verstanden. Und wir wollen heute näher versuchen zu verstehen, was genau das eigentlich für die Kompensationswirkung bedeutet und welche Alternativen es dazu gibt, wie wichtig es wirklich für die Akzeptanz ist und was die Forschung dazu weiß. Bevor ich jetzt die Expertinnen und Experten vorstelle, noch einmal kurz an Sie, liebe JournalistInnen. Fragen stellen Sie bitte in das Frage-Antwort-Tool und nicht in den Chat. Und wir werden diese Fragen dann weiterreichen an die Experten. Und das Transkript und das Video werden wir so schnell wie möglich anfertigen. Das erhalten Sie dann in 1 bis 2 Tagen. Eine maschinell erstellte Rohfassung des Transkripts können Sie direkt im Anschluss per Mail anfordern. Ich darf jetzt begrüßen als erstes Herr Professor Dr. Matthias Kalkuhl, tätig am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin und an der Universität Potsdam. Er hat sich insbesondere mit der Verteilungswirkung der CO2-Bepreisung im Gebäude- und Verkehrsbereich und den Verteilungseffekten verschiedener Kompensationsmechanismen befasst. Außerdem ist bei uns Dr. Sabine Preuß. Sie studierte Psychologie und ist seit 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Feld Akteure und Akzeptanz in der Transformation des Energiesystems am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Dort hat sie empirisch vor allem qualitativ, aber auch quantitativ unter anderem dazu geforscht, wie die Verwendung der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung und andere Faktoren die gesellschaftliche Akzeptanz für CO2-Bepreisung beeinflussen. Und schließlich ist bei uns noch Professor Dr. Sommer von der Hochschule Bochum. Er arbeitet auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Umwelt und Ressourcen am RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und steht hier so ein bisschen zwischen diesen beiden Polen sozusagen, hat sich also sowohl mit der Frage der Verteilung als auch der Akzeptanz befasst, wobei er zur Akzeptanz vor allem in größeren quantitativen Studien geforscht hat. Mit den Eingangsfragen beginne ich jetzt und meine erste richtet sich an Herrn Kalkuhl. Wer trägt eigentlich die Kosten unserer Klimapolitik im Allgemeinen und der CO2-Bepreisung im Besonderen? Was wissen wir dazu? Und wer wird vielleicht zukünftig belastet sein? Ja, ich glaube, was wir die letzten Monate, das letzte Jahr auch in der Debatte um das GEG gemerkt haben und alle auch zu spüren bekommen haben, ist, dass Klimapolitik ist sehr teuer. Es gibt Modellrechnungen dazu, die zeigen, dass das 1,5-Grad-Ziel, das zu erreichen, bedeutet massive Investitionen, die wir leisten müssen, die mit erheblichen Kosten verbunden ist. Und wenn man das global gut macht, gut koordiniert und dort macht, wo es auch eine gute Aufteilung zwischen den Ländern hat, da ist man bei mehreren Prozentpunkten Konsumverlusten. Also bis zu 5% sagen dort die großen Integrated Assessment Modelle. Und das bestätigt eigentlich nur nochmal, Klimaschutz ist sehr teuer. Also nichts tun ist natürlich auch sehr teuer und auch teurer, weil wir Klimaschäden haben. Aber trotzdem ist es so, dass die Kosten halt sehr sichtbar sind und bei den Leuten anfallen. Und dann sehr spürbar werden, wenn es dann zu den, ja, zu den konkreten Maßnahmen kommt. Und ich glaube, das ist etwas, wo die Politik vielleicht auch zu blauäugig war,
in der Vergangenheit und das nicht wirklich sich genau angeschaut hat, was kommt da auf Kosten auf jeden Einzelnen zu. Die Frage ist, und wer trägt diese Kosten? Und es wurde ja schon genannt, wir haben die CO2-Bepreisung, wir haben die Kosten des Klimaschutzes und ich glaube, es ist gut, das zu trennen. Die CO2-Bepreisung ist ja ein konkretes Instrument, eine Maßnahme, die irgendwie anreizen soll, CO2 einzusparen. Und dadurch, dass ein Preis, eine Steuer oder ein Preis im Emissionshandel anfällt, wird es erstmal teurer. Gleichzeitig werden aber auch Einnahmen generiert, die zurückerstattet werden können. Und selbst wenn man ein ideales System hätte, um alles zurückzuerstatten, dann würden trotzdem noch die eigentlichen Umstellungskosten anfallen, die Investitionskosten, die Kosten für die Wärmepumpe, die Kosten für das E-Auto, die Kosten für den Strom der Wärmepumpe und so weiter. Also das heißt, die CO2-Bepreisung ist eigentlich nur ein Hilfsmittel, um diesen Umstieg zu forcieren in der ganzen Wirtschaft. Und dann fallen dann nochmal die Kosten an bei den, ja, bei den einzelnen Sektoren, bei den einzelnen Verbrauchern und Kunden, um wirklich die CO2-Emissionen einzusparen. Und das ist dann auch wieder sehr heterogen. Wir haben uns das so ein bisschen angeschaut im Gebäudesektor. Also klar ist natürlich, wer ein Auto hat und so weiter, zahlt natürlich sehr stark für Benzin und Diesel, wer einen Verbrenner oder Pkw hat. Aber im Gebäudesektor haben wir auch eine sehr große Heterogenität. Es gibt etwa mehr als ein Fünftel der Haushalte hat Fernwärme oder bereits eine Wärmepumpe. Das heißt, dort fallen eigentlich sehr wenig Kosten an, weil die Fernwärme und die Wärmepumpe, die sind zwar nicht komplett emissionsneutral, aber die Emissionen werden dann im Industrie- und im Strombereich automatisch reduziert. Das heißt, es sind die Anbieter der Fernwärme, die Stromproduzenten, die müssen natürlich selber reduzieren, da muss aber der Endverbraucher nichts mehr machen. Und dann haben wir knapp drei Viertel der Haushalte mit einer fossilen Heizung und die müssen dann sehr viel machen. Und da ist es vor allem die Eigentümer. Auch das sehen wir in den empirischen Studien, dass ein Großteil der Kosten letztlich kapitalisiert sind im Immobilienwert. Das heißt, wer eine Immobilie hat, die schlecht isoliert ist, mit Öl- und Gasheizung läuft, die hat auch bisher schon an Wert verloren und eingebüßt, weil natürlich jeder, der so eine Immobilie verkaufen will oder jeder, der sie kauft, natürlich weiß, hier muss viel getan werden und das entsprechend dann sich widerspiegelt. Das heißt, das sind die Eigentümer von Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern mit einer fossilen Heizung, das sind die ganz besonders stark eigentlich dann belastet werden wegen der Investitionskosten. Und letztlich fällt ein Teil natürlich auch auf die Mieter zurück, die dann mit höheren Mietanpassungen gegebenenfalls leben müssen. Wobei da das immer ein bisschen unklar ist, wie viel trägt der Vermieter, wie viel der Mieter. Aber wie gesagt, ein Großteil fällt auf den Eigentümer der Immobilie zurück, weil der die großen Investitionskosten eigentlich stemmen muss. Also wir haben es mit einer sehr heterogenen Kostenverteilung zu tun, die sehr stark davon abhängt, welche Heiztechnik ist im Haus, wie gut ist das Haus isoliert, ist es eine gemietete Wohnung, ist es ein Mehrfamilienhaus, wo die Wärmedämmung oft viel besser ist, die Wärmeverluste geringer sind. Also all diese Sachen sind sehr heterogen und führen dann zu einer großen Spreizung der Kosten. Vielen Dank. Dann meine zweite Eingangsfrage richtet sich an Herrn Sommer. Ist ein Pro-Kopf-Klimageld die beste Möglichkeit, um für die Kosten der CO2-Bepreisung zu kompensieren, oder gibt es da noch andere gute Alternativen? Ja, vielen Dank. Also es gibt eine ganze Reihe von Alternativen, die auch in den letzten Jahren ziemlich stark diskutiert worden sind. Das Klimageld mit Sicherheit oder Klimadividende mit Sicherheit das am meisten diskutierte Instrument. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Strompreise zu senken. Auch das wurde ja auch schon umgesetzt durch die Bundesregierung, durch ja, die Übernahme der EEG-Umlage in den Bundeshaushalt beispielsweise. Da gibt es bestimmt noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Und neben diesen beiden Möglichkeiten sind so die zwei weiteren großen Alternativen, die diskutiert worden sind, das sogenannte Green Spending, also die Verwendung der Einnahmen für weitere Klimaschutzinstrumente, also gar keine Rückverteilung in dem Sinne, also keine direkte zumindest. Und der Einsatz dieses Geldes, um ganz direkt, ganz gezielt Härtefälle zu kompensieren. Also wie Matthias auch angesprochen hat, Leute, die eben auf das Auto angewiesen sind, viel fahren müssen oder auf eine fossile Heizung angewiesen sind und diese nicht ersetzen können, zum Beispiel oder ähnliches.
Ja, was heißt jetzt die beste Möglichkeit? Das ist natürlich eine gute Frage. Es gibt ganz viele Dimensionen, wie man diese unterschiedlichen Instrumente gegeneinander abwägen kann. Gerechtigkeit ist zum Beispiel eine. Man könnte auch fragen, was ist die gerechteste Alternative? Hier werden wir wahrscheinlich zu keiner klaren Antwort kommen, weil es ganz unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen gibt in einer Gesellschaft. Klimageld ist vielleicht in der Hinsicht, naja, das einfach zu verstehende gerechte Instrument, weil einfach jeder den gleichen Betrag zurückbekommt. Das ist in der Hinsicht vielleicht ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil vielleicht von Klimageld, um es ja als gut oder besseres Instrument zu qualifizieren, ist, dass es progressiv wirkt. Das bedeutet, dass vor allem schwächere Haushalte hierdurch eher, also in der Tendenz, entlastet werden. Matthias hat auch gesagt, Klimapolitik hat hat Kosten und die müssen irgendwie getragen werden. Also Klimapolitik führt immer auch zu Verteilungseffekten. Und diese Verteilungseffekte sind, wenn man nichts macht, häufig regressiv, weil einkommensschwache Haushalte einen größeren Anteil ihres Einkommens für solche Güter wie Energie, also solche Güter mit unelastischer Nachfrage, ausgeben. Das heißt, wenn man nichts macht, ist Klimapolitik meistens regressiv. Und durch das Klimageld könnte man diese regressiven Verteilungseffekte abschwächen. Dann würden je nach Rechnung, je nach Höhe des CO2-Preises und je nach genauer Rückerstattungsoption ungefähr die Hälfte der Haushalte könnten durch die Rückzahlung des Klimageldes im Mittel zumindest entlastet werden. Das sind, dann sprechen wir von sogenannten vertikalen Verteilungseffekte, die dadurch abgeschwächt werden könnten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch in jeder Haushalts- oder Einkommensgruppe eine ganz große Streuung, also ganz große Heterogenität, die man so pauschal dann mit einem Klimageld eben nicht abfedern kann. Im Mittel, wie gesagt, funktioniert das ganz gut, in der Breite dann eher nicht. Neben dem Klimageld wirken auch zum Beispiel die Senkung der Strompreise auch regressiv, aus demselben Grund. Einkommensschwache Haushalte geben einen größeren Anteil ihres Geldes für Strom aus und so könnten sie hier extra oder stärker davon profitieren. Härtefälle natürlich, auch die sind vielleicht in der Hinsicht am besten geeignet, diese regressiven Verteilungseffekte abzuschwächen, weil wir hier ganz gezielt Haushalte eben entlasten können. Schwierigkeit ist hier, die Haushalte natürlich zu identifizieren, die so stark darunter leiden. Und zuletzt noch das Green Spending, also die Verwendung der Einnahmen, um beispielsweise Subventionen für diese hohen Investitionskosten, die Matthias auch angesprochen hat, zu verwenden. Da muss man sagen, dass es sehr oder diese Möglichkeit wird sehr stark befürwortet in so großen Umfragen, wie wir sie durchführen. Das ist also sicherlich die beliebteste Form eigentlich der Verwendung der Einnahmen im Hinblick auf die Verteilungseffekte oder die Gerechtigkeit. Würde man hier sagen, dass hier vermutlich einkommensschwache Haushalte nicht so sehr profitieren, weil sie eben nicht in den Genuss kommen, dieses Geld für Subventionen oder für Investitionen in ihre Heizungssysteme oder ihre Elektroautos zu verändern oder einzusetzen. Genau so vielleicht so ganz kurz dazu. Da gibt es, wie gesagt, jetzt auch eine ganze Reihe von Akzeptanzeffekten. Also, aber das wird Sabine sicherlich Genau, das gleich sagen. Also wenn man noch die beste Möglichkeit identifizieren will im Hinblick auf die Akzeptanz, dann findet die Literatur eigentlich ziemlich eindeutig, dass dann das Green Spending die beste Möglichkeit wäre, weil hierdurch der Support am höchsten wäre. Aber ich will gar nicht Genau, so das viel ist in ihrem Teich von Fischen. mir. Ja, oder später nochmal. Genau, aber genau, das ist schon die perfekte Überleitung gewesen zur nächsten Frage sozusagen. Die nächste Frage, genau, an Sie, Frau Preuß, ist nämlich, wie wichtig das Klimageld für die Akzeptanz der CO2-Bepreisung ist und woher man darüber überhaupt etwas weiß. Genau.
Also wir haben tatsächlich gesehen, dass die Verwendung der Mittel, die eingenommen werden durch den CO2-Preis, ganz entscheidend ist für die Akzeptanz der CO2-Bepreisung. Wir haben gesehen, dass vor allem der Klimaeffekt nicht direkt durch den CO2-Preis gesehen wird. Also die Verhaltensänderungen sind irgendwo verständlich, aber nicht so ganz leicht zu verstehen, die durch den CO2-Preis ausgelöst werden sollen. Das heißt, die Akzeptanz wird vor allem über eben die Verwendung der Mittel hergestellt. Wir haben dazu tatsächlich eine Studie durchgeführt, bei der wir uns diese vulnerablen Gruppen, die schon angesprochen wurden, angeschaut haben, mit denen Fokusgruppen durchgeführt haben, Diskussionsrunden, und sie tatsächlich gefragt haben, wie sie zum CO2-Preis stehen und eben auch verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt haben, wie das Geld eben wieder verwendet werden kann. Und da haben wir tatsächlich gesehen, dass, wie gerade schon gesagt wurde, die Gerechtigkeit eine große Rolle spielt, aber eben vor allem der Klimaeffekt. Also wie relevant oder gut fürs Klima wird die Verwendung der Mittel tatsächlich eingeschätzt? Als auch, ja, wie sehr bin ich davon betroffen, beziehungsweise wie sehr habe ich davon dann auch eine entsprechende Entlastung? Und tatsächlich, obwohl es objektiv gesehen, das Klimageld da gut abschneidet, war das selbst in diesen sehr vulnerablen Gruppen, hat es nicht zu einer Akzeptanz geführt. Also das hat am schlechtesten abgeschnitten in der Bewertung, weil viele tatsächlich gesagt haben, naja, das ist ja irgendwie rechte Tasche, linke Tasche, ich zahle erst was und dann kriege ich es wieder zurück. Also der Mechanismus war nicht leicht zu verstehen. Außerdem wurde gesagt, dass der administrative Aufwand ja sehr, sehr groß ist, und man auch nicht so genau weiß, was passiert eigentlich mit dem Geld, was durch den CO2-Preis eingenommen wird? Irgendwie muss ich das doch sehen. Da ist natürlich das Klimageld gut, weil ich das direkt sehe. Ich bekomme es ja direkt quasi oder einen Teil davon zurück, entsprechend umgelegt. Aber tatsächlich haben sich diese vulnerablen Gruppen, die wir uns angeschaut haben, gewünscht, dass es eben einen hohen Klimaeffekt hat und tatsächlich auch einfach gerecht ist. Das heißt, von den Möglichkeiten, die wir Ihnen zur Auswahl gestellt haben und vorgestellt haben, war tatsächlich das Green Spending, aber für staatliche Investitionen, also zum Beispiel den Ausbau vom Schienennetz oder in Windkraftanlagen. Das war tatsächlich das, was am meisten Befürwortung gefunden hat. Und eben als am gerechtesten wahrgenommen wurde und damit quasi den höchsten Zuspruch hatte. Das heißt, man sieht, dass es sehr komplexe Maßnahmen oder dass es als sehr komplex wahrgenommen wird in der Bevölkerung. Und obwohl manche Maßnahmen objektiv sehr gut sind, muss man immer den Faktor Mensch irgendwie mit berücksichtigen und im Hinterkopf haben und gucken, okay, wie wird das Ganze wahrgenommen, wie kommt es an, dass man das mit berücksichtigt und alle Gruppen hier mitnimmt. Genau. Also ich glaube, eine ganz gute Ergänzung zu den anderen beiden Punkten, dass es, was objektiv wichtig ist, wer besonders betroffen ist und gleichzeitig welche Möglichkeiten es eben gibt, das Geld noch zu verwenden. Also insgesamt kann man sagen, das Klimageld trägt zumindest in den Ergebnissen von uns, was sich eben auch mit den Ergebnissen von Stefan deckt, nicht unbedingt zur Akzeptanz des CO2-Preises bei. Da haben wir direkt sogar eine Anschlussfrage zu aus dem Publikum, nämlich sehen Sie da irgendwie Chancen, dass man das einfach besser vermitteln müsste oder wie könnte man das besser vermitteln? Also vermutlich ist die Vermittlung was sehr Zentrales. Ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, wer das Ganze vermittelt. Ist natürlich immer einfacher, auch so ein bisschen eine Vertrauenssache, wenn das jemand ist, bei dem ich irgendwie einen guten Zugang habe, der mir vielleicht nahe ist, der vielleicht zu meiner In-Group gehört. Dann ist die Vermittlung natürlich eine ganz andere, als wenn es vielleicht nicht in meiner Sprache ist. Also nicht in leichter Sprache aufbereitet ist. Also die Informationsweitergabe ist definitiv ein Punkt. Es ist aber nicht nur die Information. Also wir wissen aus ganz viel Forschung, Information ist zum Teil hilfreich, aber nicht ausschließlich. Also selbst wenn ich perfekte Infos gebe, und alle über alles Bescheid wissen, ist es trotzdem nicht so, dass sie entsprechend handeln,
und das entsprechend akzeptiert wird. Okay, vielen Dank. Als nächstes habe ich eine Publikumsfrage nochmal an Herrn Sommer, nämlich kann ein gleiches Klimageld für alle gerecht sein, wenn Wohlhabende also genau das Gleiche bekommen letzten Endes wie einkommensschwache Haushalte, besonders vor dem Hintergrund, dass die Wohlhabenden ja einen höheren CO2-Fußabdruck oft haben? Ja, gute Frage. Das meine ich vorhin. Ja, mit der Akzeptanz, also mit unterschiedlichen Gerechtigkeitsvorstellungen, die Menschen haben. Also der Akzeptanz. Genau, also das meine ich vorhin, dass es schwierig ist, die beste Alternative zu identifizieren, weil wir eben, oder die gerechteste Alternative zu identifizieren, weil wir unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen haben. Dieses Klimageld, das zahlt ganz schön stark ein auf das Konzept der Gleichheit, ne? Dass wir alle, wenn es einen Topf gibt, den gleichen Betrag zurückbekommen. Das kann man aus einer bestimmten Perspektive eben fair finden. Es gibt vielleicht eine andere Möglichkeit. Man könnte das Klimageld einkommensgestaffelt zurückbezahlen, dass eben einkommensschwache Haushalte einen auch absolut gesehen höheren Betrag beispielsweise zurückbekommen als einkommensstarke Haushalte. Das kann man auch gerecht finden vor so einem, ja, ich glaube, auf Deutsch benutzt man auch Gleichheitsbegriff dafür, aber im Englischen würde man das eher Equity bezeichnen, anstelle von Equality, was das Klimageld darstellen würde. Und das muss ein, ja, als Gesellschaft muss man das für sich herausfinden, was die gerechteste Lösung ist, ne? Meine persönliche Meinung ist auch, dass das Klimageld am Ende, also am oberen Ende der Einkommensverteilung, eben nicht besonders treffsicher ist und dann bestimmt nicht großen Nutzen stiftet in Sachen Klimaschutz oder Anreize setzt, Klimaschutz zu betreiben. Gerade auch vor dem Hinblick, dass die Emissionen da höher sind, um nochmal ein Beispiel zu nennen, die Emissionen im Verkehrsbereich im obersten Einkommensquintil sind ungefähr 5 Tonnen CO2 und im untersten Einkommensquintil sind es ungefähr, also weniger als 2. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Beim Heizen ist der Unterschied im Mittel gar nicht so groß. Das ist im obersten Einkommensquintil sind es so, also etwas mehr als 4,5 Tonnen CO2 geschätzt und im untersten Einkommensquintil sind es so knapp unter 3, also da ist der Faktor deutlich geringer. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen. Matthias, ergänzt. Ja, ich glaube einfach, das nochmal zu ergänzen. Ich glaube auch, wenn man das beschränkt, ist es natürlich, kriegt man mehr Umverteilung von reich nach arm. Man hat aber auch mehr Aufwand, weil Einkommensprüfungen immer sehr kompliziert sind. Also welches Einkommen vom Haushalt, muss das irgendwie dann in der Steuererklärung gemacht werden? Gibt es eine Steuererklärungspflicht für alle? Also ich glaube, an sich ist es eine gute Idee, das zu machen, aber die Probleme stellen sich dann in der Praxis, wenn man das wirklich einkommensabhängig machen will, weil das muss ja dann gerichtsfest irgendwie an Schwellwert gelegt werden. Schwellwerte haben auch wieder die Probleme, was ist, wenn man knapp drüber, knapp drunter ist. Also hat es wieder problematische Anreizwirkungen, macht man Phase-out, wird es wieder komplizierter. Und dann kann man vielleicht die obersten 20% rausnehmen und hätte für die untersten 80% halt irgendwie ein bisschen mehr Geld. Aber man sieht schon an dieser Rechnung, dass so viel man da auch nicht bei spart, ne? Also das ist dann, das muss man sich gut überlegen, ob das der Aufwand dann letztlich dann auch wert ist, weil eigentlich geht es um relativ wenig Geld, also vielleicht 100, 200, 300 Euro pro Person und pro Jahr. Und wenn man dann einen Verwaltungskostenaufwand hat, der dann genauso hoch ist, dann ist es natürlich Quatsch eigentlich. Dann hat man mehr davon, dass man wirklich jedem das zurückgibt und sich die Verwaltungskosten spart. Vielen Dank. Tatsächlich gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, um quasi das Klimageld auch anzupassen quasi. Also ich weiß, dass es in Österreich die Regelung gibt,
wenn ich richtig informiert bin, dass wenn man quasi, also da gibt es das Klimageld und wenn der ÖPNV-Netz, also öffentliche Verkehrs Netz gut ausgebaut ist, dann bekommt man weniger Klimageld. Wenn man aber mit Leuten aus Österreich spricht, ist es meistens so, dass das eigentlich nur in Wien gilt. Also diese praktische Umsetzung ist tatsächlich oft sehr schwierig und es wird dann, selbst in denen es eben schon umgesetzt ist, diskutiert oder zum Teil kritisch gesehen. Zumindest ist das das, was ich mitbekommen habe. Da wäre direkt noch eine Anschlussfrage. Weiß man eigentlich für die Akzeptanzforschung viel auch aus anderen Ländern, wo es schon Formen von Klimageld gibt? An Sie. Ja, genau. Also es gibt Forschung aus anderen Ländern, genau, die zeigt tatsächlich in allen Ländern Ähnliches. Also dass es wirklich darauf ankommt, okay, wie ist der Effekt fürs Klima, wie gerecht wird das Ganze wahrgenommen? Wie gesagt, aus praktischer Erfahrung, ich weiß, in Kanada und in Österreich ist es umgesetzt. Und wenn man sich mit Leuten unterhält, sind die doch eher kritisch dem Ganzen gegenüber eingestellt, beziehungsweise sehen Punkte, wo es immer noch hakt und Verbesserungspotenzial gibt. Also selbst in Ländern, in denen es umgesetzt ist, wird es ja diskutiert und kritisch gesehen. Und verstehen dort die Leute überhaupt, dass sie das Klimageld bekommen? Ich gehe davon aus, also zumindest mit denen ich mich unterhalten habe, die haben schon verstanden, dass sie es bekommen. Genau, gibt es ja auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten, wie das zurückgezahlt wird. Manchmal wird ja in Deutschland auch diskutiert, ob das nicht Teil dann eben der Krankenversicherung sein sollte, weil jeder eben krankenversichert sein muss. Da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Also es wird schon wahrgenommen, dass man das Klimageld bekommt oder die Klimadividende, aber die Umsetzung und wie es letztendlich wahrgenommen wird, ist dann doch ja nicht optimal. Die nächste Publikumsfrage würde ich gerne wieder an Herrn Kalkuhl richten. Da geht es darum, dass in der Debatte zur CO2-Bepreisung immer wieder so Einzelbeispiele genannt werden von Menschen, die es besonders schwer trifft, die vielleicht alleinerziehend dann auf dem Land leben und einen alten Benziner fahren müssen oder ein Rentnerehepaar mit einem alten Haus. Für wie relevant halten Sie diese Beispiele tatsächlich? Also vielleicht auch, wie viele Menschen sind da betroffen und ja, muss man, was macht man mit diesen Menschen letzten Endes? Ja, ich halte die schon für sehr relevant, also politisch total relevant, weil letztlich die Politik ja mit solchen Einzelfällen konfrontiert wird oder die Politiker, die ja dann auch ihre Wahlkreise vertreten, sich das anhören müssen und die müssen darauf eine Antwort geben. Weil genau, was macht man jetzt mit denen? Was sollen die eigentlich machen? Und ich glaube, das ist die große Herausforderung bei der CO2-Bepreisung, dass sie halt diese Kosten so sichtbar macht und dann halt auch den Einzelnen teilweise viel abverlangt. Wir haben uns das angeschaut mit den Härtefällen. Das ist schon ein Problem, dass die Streuung der Belastung sehr weit auseinander geht. Und selbst wenn wir jetzt das mit dem Klimageld pro Kopf rückerstatten, dann wäre es dann immer noch so, dass man selbst in der ärmsten Einkommensgruppe, also bei den ärmsten 20%, bei dem ärmsten Fünftel, vermutlich immer noch 10 bis 20% Haushalte hat, wo das Klimageld nicht ausreicht, also die sich trotzdem schlechter stellen. Und das sind dann solche Fälle, ne? In dem Fall jetzt Krankenschwester auf dem Land, muss man sich fragen, ist es wirklich Geringverdiener oder ist es nicht eher Mittelschicht? Und dann gibt es natürlich zu jedem Härtefall auch einen Glücksfall. Also es gibt genauso eine Krankenschwester auch, die in einer Mietwohnung wohnt und Fernwärme hat und überkompensiert wird. Und das zeigt eigentlich die große Herausforderung. Man hat kein System, also das ist halt total schwierig zu erreichen, dass man keinem wehtut. Wir überlegen da intensiv, wie man das machen kann. Und man kann das besser machen, indem man das stärker ausdifferenziert. Indem man ein Klimageld zurückerstattet, wie Frau Preuß es schon genannt hat, auch in Österreich dieses Beispiel, stärker differenziert nach Region. Wie ist der ÖPNV überhaupt? Man könnte es auch nach Gebäudeart differenzieren. Also haben die Haushalte überhaupt eine Öl- oder Gasheizung oder keine? Ist es ein schlecht gedämmtes Gebäude oder nicht? Also das ließe sich machen und dadurch ließen sich diese Härtefälle auch noch weiter reduzieren. Man muss dann allerdings halt sehr gut überlegen, wie man das dann ausgestaltet. Und da stehen wir eigentlich noch am Anfang.
Und ich glaube, das ist etwas, was wir in der Debatte eben noch brauchen. Wenn wir hohe CO2-Preise wollen, müssen wir ein System haben, wo es keine Härtefälle gibt. Sonst wird es, glaube ich, politisch nicht umsetzbar sein, das ist ja nicht vermittelbar und das ist nicht durchhaltbar von der Politik. Da vielleicht auch eine weitere Anschlussfrage vom Publikum, die dazu passt, wäre, ob Sie auch berechnet haben, wie sinnvoll es wäre, das Geld zu reinvestieren, also vielleicht gerade zum Beispiel dann den ÖPNV auszubauen, um auch diese Härtefälle ja da mit ein Stück weit zu entlasten oder denen andere Optionen zu geben. Also was wir uns gut vorstellen könnten, ist, dass man sagt, ja, man muss total viel auch investieren, auch in den ÖPNV. Wir brauchen vermutlich auch Förderprogramme, weil es eben doch halt mit hohen Investitionskosten verbunden ist, der Umstieg auf die CO2-freie Welt, auf das CO2-freie Wohnen und Fahren. Und das muss es aber zusätzlich geben. Also diese Investitionen in den ÖPNV, die helfen unmittelbar kurzfristig erstmal nichts bei der Belastung. Also wir müssten eigentlich ein System finden, was dann doch die unmittelbare Belastung durch das Klimageld irgendwie abmildert und den Leuten sagt, hier, ihr zahlt zwar einen CO2-Preis, aber das geht komplett an die Bevölkerung zurück. Es geht nicht zur Finanzierung von irgendwas, sondern ist ein Lenkungsinstrument und wir erstatten das zurück und pro Kopf ist die eine Möglichkeit, die andere ist, ob man es differenziert, wobei auch da muss der Vorschlag erst ausgearbeitet werden, wie das gelingen kann. Und dann hat man natürlich noch die Investitionen, die anfallen, aber die ja erst über die Zeit sich realisieren lassen. Also den ÖPNV kann man nicht von heute auf morgen verbessern. Und auch nicht in jedem Haus kann man so schnell eine Wärmepumpe einbauen. Da muss man auch abwarten, wie alt ist die Heizung, wann steht die nächste Investition generell an. Also mitunter ist es auch sinnvoll für die Haushalte, noch 10 Jahre zu warten oder 20 Jahre zu warten mit der nächsten großen Investition. Und das macht es so kompliziert. Aber deswegen muss das genau ausgearbeitet werden, wie das gelingen kann. Okay. Meine nächste Frage, auch aus dem Publikum, richtet sich dann an Herrn Sommer. Denken unterschiedliche Gruppen eigentlich auch unterschiedlich in der Akzeptanz darüber, was letztendlich passieren sollte? Und ist es vielleicht so, dass vulnerable Gruppen stärker tatsächlich commons-orientiert, steht hier, denken? Also nicht so sehr auf den persönlichen Benefit schauen, sondern da auch dann selbst bei denen sozusagen der gesellschaftliche Benefit im Sinne von effektivem Klimaschutz im Vordergrund steht. Also kann man das irgendwie vielleicht gruppendifferenziert auch noch betrachten? Ja, also sicherlich so, dass es ein paar ganz grundlegende Charakteristika gibt, die Einführung einer CO2-Bepreisung befürworten. Dazu gehört Einkommen, dazu gehört höhere Bildung, dazu gehört, dass man sich politisch irgendwie eher in der Mitte und links davon orientiert. Das sind so ganz klassische, ja, also ne, persönliche oder sozioökonomische Charakteristika, die Akzeptanz erhöhen. Dazu kommen dann noch so ein paar weitere, was Sabine auch gesagt hat. Vertrauen ist ganz besonders wichtig, wenn man nach dem Support für CO2-Bepreisung spricht und darüber hinaus eigene Betroffenheit. Ne? Also die vulnerablen Gruppen, wenn man sie so bezeichnen will, oder wir haben das abgefragt in unseren Studien, damit, ob sie sich ja eben besonders stark belastet fühlen durch hohe Energiekosten. Da findet man ganz gravierende negative oder ganz große negative Effekte, was die Zustimmung zur CO2-Bepreisung angeht. Das dreht sich dann so ein bisschen manchmal. Das hängt dann ab von der Höhe der CO2-Bepreisung, das hängt ab von der Rückerstattungsoption. Aber so im Allgemeinen kann man das, glaube ich, auch durch die Literatur festhalten, dass das, also eigene Betroffenheit und Vertrauen, dass das ganz wichtige Größen sind, neben ja, Einkommen, Bildung und so weiter, was sonst häufig genannt wird. Das findet sich praktisch in allen Studien, die sich das angucken, so im Querschnitt. Also wenn man einmal eine große Befragung macht und die Akzeptanz erhebt und das auf unterschiedliche Gruppen runterbrechen will, dann findet man das üblicherweise durch die Bank. Was spannend ist, wenn man die gleichen Leute mehrfach befragt, also im Längsschnitt,
dann also findet man nicht den Effekt auf die Akzeptanz per se, sondern auf die Veränderung in der Akzeptanz. Also man kann nur sozusagen dann empirisch, statistisch ermitteln, wie Veränderungen in diesen Charakteristika, die wir beobachten können, zu Veränderungen in der Akzeptanz führen. Und dann findet man, dass diese ganzen Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, eigentlich kaum eine Rolle mehr spielen. Also eine Veränderung des Einkommens führt nicht mehr zu einer Veränderung von Akzeptanz. Eine Veränderung also dazu kommt noch, dass eine ganze Reihe dieser Variablen sich auch über die Zeit kaum verändern, ne? Also Gerechtigkeitsvorstellungen zum Beispiel verändern sich nicht, das Einkommen variiert auch nur relativ wenig, Bildungsabschlüsse verändern sich in der Zeit nur ganz wenig und so weiter. Und das Einzige, was wir in unserer Studie herausgefunden haben, was tatsächlich einen Effekt auf die Veränderung der Akzeptanz hat, ist in der Tat die eigene Betroffenheit. Wenn Leute merken, dass die Energiekosten stärker oder stark gestiegen sind in der Vergangenheit, dann reduzieren sie auch ihren Support, ihre Zustimmung. Vielleicht noch ergänzend, was wir auch ganz spannend fanden, also wir haben uns ja gerade diese Härtefälle angeschaut, also eben zum Beispiel ein alleinerziehendes Elternteil, was aber weite Pendelstrecken hat, oder jemand, der Arbeitslosengeld bezieht, oder eben ein Rentnerehepaar auf großen Wohnflächen. Und tatsächlich war es in dieser Diskussionsrunden, in denen die wir hatten, kam nicht raus, dass der eigene Benefit im Vordergrund stand, also nicht dieses, okay, ich muss schauen, dass das Geld dafür verwendet wird, dass diese Härtefälle ausgeglichen wird, sondern wirklich dieser soziale Aspekt. Also der stand tatsächlich im Vordergrund in dieser sozialen Diskussionsrunde quasi. Wenn wir die Personen aber quasi einzeln vom Computer quantitativ befragt haben, sie mussten ja einen Fragebogen ausfüllen, dann war eben die soziale Situation nicht da, sondern es war eher die einzelne Betroffenheit und der einzelne Fokus, also der Fokus wieder auf dem individuellen Benefit. Und da wurden dann andere Mechanismen oder Mittelverwendungen bevorzugt. Also diesen Unterschied zwischen der qualitativen und quantitativen Forschung und den entsprechenden Ergebnissen, den fanden wir auch sehr spannend und einfach erstaunlich, weil wir selbst in der Diskussionsrunde erwartet hätten, dass da mehr der eigene Vorteil im Vordergrund steht, aber da tatsächlich sehr gesellschaftsorientiert gedacht wurde, dass eben alle was davon haben, gerecht, Vertrauen, die wichtigen zentralen Faktoren, der Klimaeffekt vor allem. Danke für die Ergänzung da nochmal. Jetzt habe ich nochmal eine anders gelagerte Frage, die bezieht sich ein bisschen auf den aktuellen Bundeshaushalt und die politische Debatte. Und die würde ich gerne an Herrn Kalkül stellen, nämlich ob man mit Blick auch auf den aktuellen Haushalt und die Klimapolitik, die da betrieben wird, ob Sie da großen Änderungsbedarf sehen in der Art und Weise, wie vielleicht der Klima- und Transformationsfonds genutzt wird und wie dann eben aktuell diskutiert wird, ob man überhaupt noch CO2-Kompensation für die CO2-Bepreisung leisten kann oder nicht. Also wie sehen Sie da diese haushaltspolitischen Debatten gerade? Ja, wir haben eigentlich in Deutschland seit vielen Jahren eine Art implizites Dogma, dass der Klimaschutz alles aus dem KTF, aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden soll, sprich aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung. Der KTF, der wird natürlich auch mal aufgestockt mit Steuermitteln oder eben auch mit diesen Schuldentiteln, was jetzt verfassungswidrig war. Aber grundsätzlich ist irgendwie immer diese Vorstellung, wir wuppen das alles mit dem, was im KTF drin ist. Und ich glaube, das ist eine problematische Vorstellung, weil die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, die müssten vermutlich zu einem sehr großen Umfang eigentlich zurückerstattet werden, um einfach die CO2-Bepreisung gerecht zu machen. Und dann braucht es zusätzlich eigentlich Mittel für Förderprogramme, für Infrastrukturausbau, für die Bahn, für die öffentlichen Gebäude. Also all das sind Sachen, die sind ja eh öffentliche Aufgaben. Und wenn man dann meint, man muss eine Industriepolitik machen, dann soll man das auch aus dem allgemeinen Haushalt finanzieren. Und ich glaube, das ist das Grundproblem. Wir haben einen Haushalt, der eigentlich nichts für Klimaschutz ausgeben will, sondern nur das für Klimaschutz ausgeben will, was aus der CO2-Bepreisung kommt. Und
Da einhergeht natürlich das Problem, dass die CO2-Bepreisung dann auch nur als Finanzierungsinstrument gesehen wird. Wenn das Geld knapp ist, wird der CO2-Preis erhöht. Und insofern fehlt da eigentlich wirklich das Konzept, wie machen wir die CO2-Bepreisung sozial gerecht? Wie machen wir sie fit für deutlich höhere Preise? Wie können wir das so ausgestalten, dass es auch da zu keinen sozialen Verwerfungen kommt? Und wie kann denn eigentlich die anderen Aufgaben, die alle auch finanziert werden müssen, dann finanziert werden aus dem allgemeinen Haushalt? Und ich glaube, diese Debatte müssen wir führen. Da ist vielleicht auch eine weitere Frage ganz passend. Das wäre dann eine innovative Lösung. Die Politik entscheidet gar nicht selbst, sondern man schickt einfach einen Brief an alle Menschen in Deutschland, ob sie gerne das Klimageld erhalten möchten oder nicht. Was würde das vielleicht für die Akzeptanz bedeuten? Würden das Menschen überhaupt wählen? Frau Preuß, was glauben Sie? Schwierige Frage. Gibt es da überhaupt Forschung dazu? Also man lässt die Leute einfach selber wählen? Also tatsächlich wüsste ich, also ich kenne keine Forschung dazu tatsächlich. Ich weiß nicht, Stefan, ob du da was zu kennst. Also Ich. so ganz konkret, also experimentell oder nicht, wir haben in unseren Studien finden wir, dass die Akzeptanz des CO2-Preises von der Interaktion abhängt des Preises für CO2 und der Rückverteilungsoption. Und da finden wir, dass wenn der CO2-Preis steigt, dann ist der zustimmungsfördernde Aspekt von Green Spending, also der sinkt. Das heißt, Green Spending wird sozusagen unbeliebter oder weniger zustimmungswichtig, je höher die Preise sind. Und der umgekehrte Effekt trifft auf das Klimageld zu. Wenn der Preis ansteigt, dann steigt die Zustimmung besonders stark, wenn ein hoher Anteil von ja, direkter Rückerstattung sozusagen im Rückverteilungsmix ist. Von daher glaube ich, ja, ich lasse es mal so unkommentieren. Matthias wollte auch noch was dazu sagen. Ja, ich glaube, wir müssen da im Kopf behalten, dass für die meisten Leute diese ganze Debatte sehr kompliziert ist. Und also das ist ja schon gesagt worden, auch von Stefan und Sabine Preuß, dass der Wirkmechanismus wird nicht verstanden, die einzelnen Verteilungswirkungen werden nicht so verstanden. Es wird auch nicht das Problem mit den Förderprogrammen oft gesehen von den Leuten, wie schwierig das ist, die eigentlich in der Realität zu machen. Und deswegen muss man auch vorsichtig sein, glaube ich, wenn man das mit so einer basisdemokratischen Frage macht, weil die Zielkonflikte und das, was dran hängt, eigentlich von vielen auch nicht verstanden wird. Und wenn wir da richtig ambitionierte Klimapolitik machen wollen, mit sehr hohen CO2-Preisen oder halt auch mit total hohen Förderprogrammen, also da können dann Leute irgendwas stimmen, was sie aus dem Bauch heraus irgendwie gut finden und überzeugend finden, ohne dass sie sich irgendwie der Konsequenzen dann voll im Klaren sind. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, weil das dann doch eine sehr komplizierte Debatte ist, wo viele Leute gar nicht einsteigen, sondern dann ihrem Bauchgefühl folgen. Und das wäre meine Befürchtung dann eigentlich. Okay. Dann habe ich hier noch eine letzte Publikumsfrage, die ich jetzt stellen würde, nämlich weisen demnach auch andere Expertinnen darauf hin, dass es eventuell die Klima- und Umweltpolitik überfordert, wenn man jetzt auch noch soziale Probleme dadurch lösen möchte. Wäre es nicht besser, sozusagen diese sozialen Fragen komplett zu trennen von der Klimapolitik und sagen wir, erhöhen halt eventuell Bürgergeld oder führen an anderen Stellen Unterstützung ein und verbinden das eben gar nicht in der Debatte auch schon. Ja, Sie wollen, genau. Genau, also tatsächlich sehe ich zumindest immer mehr Verbindungen zwischen der Sozial- und der Umweltpolitik. Und ich glaube, dass wir das nicht lösen können. Also gerade wenn es eben um eine gerechte Energiewende geht, dann werden diese Fragen immer mehr in den Vordergrund kommen. Und das dann strikt zu trennen, aus meiner Sicht glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, dass hier eine engere Zusammenarbeit notwendig wird, dass man nicht sagen kann, okay, hier haben wir das Silo Umweltpolitik, hier haben wir das Silo Sozialpolitik, sondern da muss eine gemeinsame Entwicklung entstehen und ein gemeinsamer Austausch. Also
Ich würde von der Trennung abraten und einer engeren Kooperation eher befürworten. Ja, Herr Kalkul. Ja, ich glaube auch, man kann es nicht trennen, weil es natürlich immer diese Auswirkungen gibt und deswegen muss man sie mit bedenken. Ich glaube aber, es gibt eine Gefahr, wenn man Klimapolitik jetzt überfrachtet mit verteilungspolitischen Forderungen. Also ich glaube, es ist halt total schwer. Man wird immer das Problem haben, dass reiche Leute sich weiter CO2-intensiven Konsum leisten können, wenn sie es unbedingt wollen. Also sie werden auch mehr fliegen können, beispielsweise, auch wenn sie den CO2-Preis dafür zahlen und deutlich mehr unterm Strich zahlen als vielleicht ärmere Leute, durch sowas wie Kindergeld gibt. Und manchmal erlebe ich eben in den Debatten, dass das immer als Argument kommt. Die Reichen kaufen sich ja frei und wir müssten auch eigentlich viel radikaler darüber denken. Und da würde ich dann sagen, das muss man dann doch trennen an der Stelle. Also wenn wir wirklich, wenn der Privatjet-Konsum irgendwie ein Problem ist, dann soll man das einfach separat machen. Und wenn Einkommensungleichheit ein gesellschaftliches Problem ist, wo die Mehrheit der Gesellschaft das anders will, dann sollte man auch das einfach separat angehen. Also insofern wäre mein Plädoyer, das auf keinen Fall zu trennen, sondern wir müssen immer die sozialen Auswirkungen der Klimapolitik mit bedenken und eine Lösung schaffen, die im Paket her gerecht ist, aber auch die Klimapolitik nicht mit sozialpolitischen und verteilungspolitischen Forderungen überfrachten, weil dann ist das Risiko, dass die Klimapolitik auf der Strecke bleibt, dann doch sehr hoch. Okay, vielen Dank. In Anbetracht der Zeit will ich jetzt auch schon zu der Abschlussfrage kommen. Und die stelle ich auch Ihnen als erstes, Herr Kalkul, weil Sie ja gleich los müssen, nämlich, wie würden Sie, wenn Sie könnten, denn jetzt Klimageld oder CO2-Kompensation ausgestalten, jetzt und in den kommenden Jahren? Ja, also ich würde den CO2-Preis erhöhen, die Einnahmen zurückerstatten in Form eines Klimageldes, was allerdings stärker ausdifferenziert werden sollte nach Betroffenheit. Und es gibt da ein schönes Beispiel, nämlich die Gaspreisbremse, die keine Preisbremse ist, wie der Name eigentlich sagt, sondern die eigentlich wirklich eine Kompensation ist anhand des Bedarfs, des historischen Verbrauchs, der vor der Gaskrise gegolten hat für einen Haushalt. Und das ist ein Beispiel eigentlich, wie man es geschafft hat, auch in kurzer Zeit relativ zielgenau zu entlasten. Also man hat immer noch das Problem zwischen Arm und Reich und so weiter, aber erstmal ist die stark betroffen sind von den Preisen, die werden auch stark entlastet. Und ich glaube, in so eine Richtung sollten wir auch beim Klimageld nachdenken, wie das unbürokratisch einfach funktioniert. Und hinzu kommen, denn wie gesagt schon, wir müssen im Bundeshaushalt separate Posten für den Klimaschutz, für die Förderprogramme haben, die ja auch noch fällig sind, damit auch diese Kosten, das sind die eigentlichen Klimakosten, die eigentlichen Kosten des Klimaschutzes, damit auch die fair verteilt werden. Vielen Dank. Herr Sommer, wie würden Sie es denn damit halten? Schließen Sie sich da an oder haben Sie da noch ein paar Anmerkungen vielleicht? Ich schließe mich eigentlich grundsätzlich an. Also ich glaube auch, wir brauchen vor allem einen höheren CO2-Preis, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und die Einnahmen müssen dann zurückerstattet werden. Wie genau man das machen möchte, ich glaube, dass die Antwort sind wir noch schuldig. Aber dass das Geld irgendwie bei der Bevölkerung ankommen muss, ich glaube, da sind wir uns alle ziemlich einig. Ja, ob das wie bei der Gaspreisbremse gemacht wird oder anders, ich glaube, das müssen wir vielleicht noch in weiteren Studien auch genau untersuchen, wie dann die genauen Verteilungseffekte sind. Und Frau Preuß, so aus Akzeptanzperspektive, was denken Sie, wie würden Sie das da machen? Also ich stimme den beiden zu, würde aber tatsächlich nicht nur eine Maßnahme nutzen, sondern würde eine Kombination nehmen, sodass wir mehr Personen erreichen und hoffentlich eine breitere Akzeptanz erreichen und tatsächlich auch, dass die BürgerInnen sehen, wie sie wirklich dem Klima, also welche Handlungsoptionen sie haben, wie sie beim Klima und gegen den Klimawandel etwas tun können. Ich glaube, das ist auch total wichtig, dass sie hier ein Stück weit beteiligt werden und vielleicht lokale Projekte auf kommunaler Ebene entsprechend gefördert werden, dass man da was sieht und was gegebenenfalls eben auch wieder Vertrauen schafft. Spielt da dann auch die Medienberichterstattung eine Rolle eventuell?
Mit Sicherheit kann ich mir gut vorstellen, dass dass das wichtig ist, wie darüber berichtet wird. Auf jeden Fall. Das sehen wir ja bei vielen anderen Themen auch. Okay, super. Also es kommt sozusagen darauf an, auch Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ja, korrekt. Okay, vielen Dank. Ja, dann haben wir jetzt perfektes Timing, 10:50 Uhr und sind damit beim Ende dieses Pressbriefings. Vielen Dank erstmal an Sie, liebe Expertin, liebe Expertin und auch an alle JournalistInnen, die hier teilgenommen haben. Ich fand es super interessant und ja, hoffe, Sie hatten auch eine schöne Zeit. Und danke auch an die KollegInnen von mir, die da im Hintergrund supportet haben. Ja, machen Sie es alle gut und dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Wiedersehen. Tschüss. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss.